Jahre sind die Gustav sonst mit ihrem dritten Kind nach Haus gekommen. Und er hat nicht einmal eine feste Arbeit. Was soll daraus werden? Fünf Leute in einem Zimmer und einer Küche. Mutter Anna flickt und putzt und bringt das Essen auf den Tisch. Vater Karl Alfred ist schwach und kränklich. Er macht Gelegenheitsarbeiten. Und wenn ihm einer hin und wieder ein Bier oder einen Schnaps spendiert, kommt er betrunken nach Hause. Aber Greta ist Vaters Tochter. Sie singen zusammen und machen lange Spaziergänge. Ich mochte nicht mit anderen Kindern spielen. Nicht einmal mit meiner Schwester oder meinem Bruder. Ich saß lieber mit einer Puppe und meinen Bilderbüchern in einer Ecke. Oder ich machte die Augen zu und fing an zu träumen. Jetzt wusste ich, wo die Prinzessinnen und Könige zusammenkamen. Die fahrenden Ritter und Schäferinnen aus längst vergangenen Zeiten. Nur wenige Schritte von der Hauptstraße entfernt, mitten in der Stadt. Der Vater lacht und erklärt ihr, dass diese Leute Schauspieler sind auf dem Weg ins Theater. Ich schwor mir den feierlichen Eid, dass ich eines Tages zu der Welt gehören würde, in der die Menschen ein schöneres Leben haben als in der wirklichen Welt. Wo es möglich ist, dass ein Hirtenmädchen einen König heiratet. Kirta oder Kata war ihr Spitzname. Freitagabend steht sie oft im Torweg und hofft auf ein bisschen Geld, das ihr die Leute manchmal in die Hand drücken, wenn sie gerade ihren Lohn bekommen haben, um sich eine neue Puppe zu kaufen oder eine Kinokarte, eine Eintrittskarte in eine andere, verlockende, neue Welt. Douglas Fairbanks und Mary Pickford, die großen amerikanischen Filmstars, besuchen Stockholm. Wenn ich groß bin, werde ich ein berühmter Filmstar, sagt Greta im Alter von 5 Jahren. Sie träumt von einem besseren Leben, weit weg von der Enge und der Armut der heruntergekommenen Hinterhöfe. Greta will zum Film, ein großer Star werden. Sie hat alles über die großen Filmregisseure gelesen, auch über Mauritz Stiller, der in den Studios von Lindengö außerhalb von Stockholm arbeitet. Wir können hier sicher eine Rolle bekommen. Wir müssen nur hingehen und dem Regisseur etwas vorsprechen. Greta überredet 2 Klassenkameradinnen, sie zu begleiten. Die 3 verirren sich auf dem Weg und kommen müde, frierend und enttäuscht nach Hause. Aber Greta hat ihren ersten Schritt in Richtung Filmwelt getan. Greta Gustafsson ist 13 und in der 7. Klasse. Sie hat gute Noten, aber sie geht nicht gern zur Schule. Geschichte ist das einzige Fach, das sie wirklich liebt. Die Helden und Heldinnen früherer Zeiten beflügeln ihre jugendliche Fantasie. Raus, weit fort. 2-mal läuft sie von der Schule weg, nur um gesucht und zurückgebracht zu werden.
Ihr Vater stirbt im Juni 1920. Greta empfindet es als schrecklichen Verlust. Tuberkulose, die Geißel der Armen, hat sein Leben beendet. Bis zum Schluss ist sie an seiner Seite und hat gesehen, wie demütigend arme Leute im Hospital behandelt werden. Hier kommt es nicht darauf an, geheilt zu werden, sondern zahlen zu können. Die Familie ist jetzt gezwungen, sich allein durchzuschlagen. Die Mutter nimmt jede Arbeit an, die sie bekommen kann. Und Sven und Alva helfen in Geschäften aus. Auch Greta muss jetzt eine Arbeit finden. Kurz nach dem Tod ihres Vaters wird sie konfirmiert. Und plötzlich gehört sie mit 14 Jahren zu den Erwachsenen. Sie findet eine Anstellung als sogenanntes Seifenschaummädchen in einem Friseurladen. Sie ist unsicher, schüchtern und fühlt sich in der Arbeit etwas herabgesetzt. Aber ich war nie wieder so stolz auf etwas, als damals auf mein erstes Geld, das ich bekam. Greta hört den Ruf des Theaters und sie möchte dabei sein. Als Kalle Brisson, der singende dänische Boxer Stockholm, mit einer Revue begeistert, ist Greta zur Stelle. Ich erinnere mich, wie wir jeden Abend ein kleines Mädchen vom Bühneneingang wegschicken mussten, erzählt ein Mann vom Theater. Aber sie kam immer wieder. Und zum Schluss nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und malte ein Herz an die Wand. Brisson sorgt dafür, dass sie hereingelassen wird. Ihr erster Job vor der Kamera. Hutmodell für das große Kaufhaus Pub. Greta bezaubert den Sohn des Inhabers und landet in der Hutabteilung. Ihr Vorgesetzter schlägt sie als Modell vor. Sie sieht immer so sauber und ordentlich aus und hat so ein feines Gesicht. Greta macht sich Sorgen über die gesundheitliche Anfälligkeit in ihrer Familie. Nach einem Jahr im Kaufhaus hat sie das dringende Bedürfnis, ihre Verwandten zu besuchen und sich zu erholen. Einem Freund schreibt sie: Ich bin allem gegenüber ziemlich gleichgültig geworden. Das kommt vielleicht daher, dass ich mich nicht so gesund fühle. Die Tatsache, hier zu sein, macht mich glücklich. Und ich vermisse Stockholm kein bisschen. Ich suchte einen Ort, wo wenig Leute waren. Ich wollte nichts anderes als mich ausruhen. Hier kann ich das ziemlich gut. Und ich verbringe die meiste Zeit mit mir allein. Von Hüten zu Pelzen. Fräulein Gustavsson ist auf dem Weg nach oben. So sieht sie in ihren ersten Filmen aus. Sie macht Reklame für Kleider oder für Brot. Im Kaufhaus sieht Greta eines Tages ihre Chance, als ein Filmregisseur namens Petschler zwei Mädchen mitbringt, die Kleider für einen neuen Film anprobieren sollen. Ich habe schon gefilmt, sagt Greta. Haben Sie nicht eine Rolle für mich? Der Regisseur hat eine Rolle. Aber Gretas Chef will sie nicht gehen lassen. So tauscht Greta ihre Arbeit und ihr monatliches Einkommen gegen eine schlecht bezahlte Rolle in dem Film
Peter der Vagabund. In ihrem Abschiedsbrief schreibt sie: Ich gehe zum Film. Der Film ist ein Schwank über einen Major, seine drei Töchter und einen Landstreicher, den der Regisseur selbst spielt. Ein neuer Filmstar ist geboren. Gretas Debüt bleibt unbemerkt. Abgesehen von einer Notiz in Swing, einer Zeitschrift für Boxsport. Könnte vielleicht ein schwedischer Filmstar werden, aufgrund ihres anglosächsischen Aussehens. Greta hat den Einstieg in die Filmwelt gefunden und ist entschlossen, da zu bleiben. Ich muss mir nur große Regisseure aussuchen. Ihr nächster Film ist Herrn Arnes Schatz. Regie Maurits Stiller. Moshe Katzmann war jüdischer Abstammung und wuchs in St. Petersburg und Helsinki auf. Er floh vor dem zaristischen Militärdienst, kam nach Schweden und änderte seinen Namen in Maurits Stiller. Er begann als Schauspieler. Doch sein Start am Theater war so wenig vielversprechend, dass er sich dem Film zuwandte. Als Regisseur hinter der Kamera hatte er mehr Erfolg. Mit mehreren Kurzfilmen machte er sich schnell einen Namen. Stiller war ein Mann von großen Gesten und eleganter Kleidung. Er liebte luxuriöse Autos. Er liebte es auch, andere zu beherrschen und Macht auszuüben. Notfalls mit Drohungen, Intrigen und Gewalt. Stiller lebt in einer großen, eleganten Wohnung in Stockholm. Sein Diener weist Greta zweimal ab. Beim dritten Mal lässt er sie endlich herein. Stiller musterte mich von Kopf bis Fuß, lächelte und sagte: So, Sie sind also schon wieder da. Sie scheinen ein eigensinniges Mädchen zu sein. Sprechen Sie mir mal etwas vor. Ich fing an, ein Gedicht vorzutragen. Nach einer Weile dachte ich, er sei eingeschlafen. Doch dann hob er langsam den Kopf und fragte mich nach meiner Telefonnummer. Er sagte, er würde mich anrufen. Greta beginnt, Schauspielunterricht zu nehmen. Und ihre Lehrerin behauptet, sie hätte niemals eine gehemmtere Schülerin gesehen. Greta ist ungewöhnlich nervös, als sie ihre Aufnahmeprüfung an der Königlichen Akademie für Dramatik ablegt. Nach der Aufnahmeprüfung ist es leicht festzustellen, ob man bestanden hat oder nicht. Ist der Briefumschlag dick, bekommt man seine Papiere endgültig zurück. Ist er dünn, enthält er nur die Nachricht, wann man mit dem Studium beginnen kann. Mit den Begabtesten, die man ausgewählt hat, wird Greta jetzt lernen, eine Schauspielerin zu werden. Der Unterricht beginnt an ihrem 17. Geburtstag.
Indem du deinen Kopf nach unten neigst, drückst du Gehorsam aus oder Müdigkeit? Oder Nachdenklichkeit oder Verständnis? Den Kopf hochhalten bedeutet das Gegenteil. Stolz und Arroganz. Oder auch milde Nachsicht, Gönnerhaftigkeit, ruhige Entschlossenheit. Das nennt man das Delsarte-System. Greta übt sich in Vortragskunst, in der Bewegung auf der Bühne. Sie hat sogar Unterricht im Fechten. Sie lebt in einer neuen Welt. Abends arbeitet sie als Statistin. Hübsche Schauspielschülerinnen machen Werbung für Autos. Eines Tages bekommt eine gewisse Schauspielschülerin von einem Verehrer ein Seidenkleid. Sie geht damit zum Tanztee ins Grand Hotel und trifft dort elegante junge Männer, wie zum Beispiel Lars Saxon, mit dem sie auch später noch während ihrer Jahre in Amerika im Briefwechsel steht. Im Spiegelsaal dieses Grand Hotels stiehlt Greta bei einer Galaparty den anderen die Show. Gewöhnlich ist sie scheu und zurückgezogen, doch plötzlich drängt es sie zu singen und aus der künstlichen Atmosphäre und bürgerlichen Spießigkeit auszubrechen. Sie singt das Lied »Die Frau von Haggerlund«. Im Frühjahr 1924 erscheint der Film Gösta Berling von Mauritz Stiller nach dem Roman von Selma Lagerlöf. Greta spielt bereits eine große Rolle in dem teuersten Film, der je in Schweden gedreht wurde. Monatelange, intensivste Arbeit von Mauritz Stiller steckt in dem Projekt Gösta Berlings Saga. Oh, diese starken Frauen von einst, schreibt Selma Lagerlöf in ihrer Novelle. Schickt mir Greta Gustafsson und eine andere. Ich brauche nicht die beste, aber die hübscheste. Das sind Stillers Worte, als er die Königliche Schauspielakademie anruft, um zwei weibliche Rollen zu besetzen. Sie ist Wachs in meinen Händen, sagt Stiller über Greta. Verdammt, Stiller, ich hasse dich! Schreit Greta, wenn Probleme auftauchen. Ich bin gnadenlos, wenn ich sie in ihre Rolle zwinge. Aber wartet nur ab, sie wird selbst den Göttern gefallen. Greta spielt die sensible Gräfin Elisabeth Dona, Ehefrau des ebenso dummen wie hässlichen Henrik. Ihre wirkliche Liebe gilt dem gut aussehenden Frauenhelden Gösta Berling, der Hauptfigur des Films. Von nun an schmückt der Name eines neuen Stars die Fassaden der Filmtheater. Greta Garbo.
Stiller ist überzeugt, dass dieser Name ideal ist für eine internationale Karriere. Garbo. Woher kommt dieser Name? Von Garbone, der Fee aus der germanischen Sagenwelt, die nachts im Mondschein tanzt? Oder stammt der Name aus der ungarischen Königsfamilie Gábor? Erika Darbo, eine norwegische Sängerin, klagt die Garbo an, ihren Namen gestohlen zu haben. Greta gefällt ihr neuer Name. Ich muss nicht einmal die Initialen auf der Bettwäsche ändern. Aber ihre Mutter muss den Antrag für den neuen Namen unterschreiben. Greta ist noch nicht volljährig. Jetzt ist sie auf dem Weg in den internationalen Film. Greta Garbo, der neue schwedische Star, und der große Stiller werden bei der Premiere von Gösta Berling in Berlin gefeiert. Greta, gerade 18, erhält von den Deutschen 5000 Mark Vorschuss, um sich neu einzukleiden, damit sie bei der Premiere wie ein internationaler Filmstar aussieht. Nach fantastischen Kritiken und Kassenrekorden erhält Stiller von Trianon, einer deutschen Filmfirma, ein Angebot für einen neuen Film. Stiller hat das geeignete Drehbuch schon in der Schublade. Ein russisches Mädchen flieht aus dem Kloster, um den Mann zu finden, den sie liebt. Sie endet in einem Harem in Konstantinopel. Greta unterschreibt einen 5-Jahres-Vertrag. Die Deutschen zahlen gut. Mit 100.000 Mark in der Tasche fährt das Team nach Istanbul. Hauptdarsteller Einar Hansson. Kameramann Julius Jansson. Greta wird die Odaliske von Smolny. Die Garbo besucht die Basare und ist von der orientalischen Welt fasziniert. Stiller macht Jagd auf gute Drehplätze und Komparsen. Aber alles verzögert sich. Dank der Inflation verliert die deutsche Mark stündlich an Wert. Stiller telegrafiert nach Berlin, schickt 1 Million. Keine Antwort. Die Filmgesellschaft ist bankrott. Das schwedische Konsulat zahlt die Rückreise. Doch Greta ist optimistisch, als sie ihrer Mutter schreibt: Alles wird gut werden. Der Anfang jedenfalls war schon gut. Zurück in Berlin suchen Stiller und Garbo neue Kontakte. Sie schreiben an Metro-Goldwyn-Mayer nach USA und bieten ihre Dienste an. Louis B. Mayer hält sich zufällig in Europa auf. Er sucht nach neuen Talenten in der alten Welt. Der schwedische Regisseur Victor Sjöström, der bereits in Hollywood lebt, hat ihn schon auf Stiller aufmerksam gemacht. Stiller arrangiert für Mayer eine Vorführung von Gösta Berling. Danach ein Essen in einem eleganten Hotel, mit der schönen Garbo an seiner Seite. Aber die Garbo sitzt da und schweigt, und Mayer ignoriert sie. Mayer spricht nicht Deutsch und Stiller nicht Englisch,
Aber mit Jiddisch und der Hilfe eines Dolmetschers kommen sie durch. Stiller verlangt eine enorme Gage, $1,000 pro Woche. Okay, sagt Meyer. Und sie nehmen auch die Garbo, sagt Stiller. Okay, $300 die Woche, sagt Meyer. Beim Abschied deutet Meyer auf die schweigsame Garbo. Sagen Sie ihr, sie muss etwas abnehmen. Amerikaner lieben keine dicken Frauen. Damals war die Dänin Asta Nielsen die Königin des europäischen Films. Sie verhilft der Garbo in Berlin zu einem Vertrag mit dem Regisseur Pabst. Stiller übernimmt die Verhandlungen. Die Garbo hat $4,000 zu bekommen, plus Spesen. Pabst willigt ein. Greta Garbo spielt in Die freudlose Gasse, ein Mädchen aus gutem Haus, das wirtschaftlich ruiniert, in einem Bordell endet. Die Garbo bekommt in Deutschland neue Angebote und verhandelt ohne Stiller. Er betrachtet sich als ihr persönlicher Manager. Es gibt Streit und er reist ab. Stiller ist wütend. In der Filmwelt und den Restaurants von Stockholm blüht der Klatsch über Stiller und die Garbo. Greta habe den Pelz, den Stiller ihr gekauft hat, in ein Berliner Pfandhaus getragen. Was wird aus ihrer Reise in die Staaten? Aus dem Vertrag mit MGM? Sind die beiden jetzt Feinde? Die Garbo hat sich verändert. Eine neue Frau ist aus Deutschland zurückgekommen. Einer ihrer Freunde sagt, sie hat mindestens 20 Pfund abgenommen und ist schlank und elegant. Und in ihrem Gang liegt ein ganz neuer Schwung. Anfangs will Stiller sie nicht sehen. Aber dann versöhnen sie sich wieder. Stiller ist nicht mehr interessiert, nach Amerika zu gehen. Er verhandelt mit einer großen neuen Filmgesellschaft in Europa, die gerade mit der Produktion begonnen hat. Im Juni telegrafiert er MGM und will seinen und Gretas Vertrag annullieren. Aber Meyer antwortet, sie hätten bereits im April hier sein sollen. Wann geht das nächste Schiff? In der Mittsommernacht 1925 beginnt die Reise nach Hollywood. Greta verlässt Stockholm und die Sicherheit ihres Zuhauses, ihrer Freunde und ihres Erfolgs. Aber auch die Armut und die Trostlosigkeit ihrer Kindheit. Sie verlässt eine Welt. Ihre Familie wird wieder einmal von einer Krankheit heimgesucht.
Ihre Schwester Alva liegt im Krankenhaus. Ihre Mutter Anna ist besorgt. Greta tröstet sie. In einem Jahr bin ich zurück, Mutter. Die Zeit vergeht so schnell. Stiller bereitet die Garbo auf den großen Empfang vor, der sie in New York erwartet. Er zeigt ihr, wie sie für die vielen Fotografen posieren soll. Als sie am 6. Juli ankommen, gibt es keinen großen Empfang. Der einzige Fotograf ist ein freier Mitarbeiter von MGM und er hat auch nur 4 Fotoplatten in seiner Tasche. New York im Juli. Hitze und Feuchtigkeit sind unerträglich. Die Garbo schwitzt und leidet, während Stiller mit dem MGM-Büro am Broadway Vertragsänderungen durchkämpft. Hollywood muss noch warten. Über einen von Stillers schwedischen Freunden lernt die Garbo auf einer Party den bekannten Fotografen Arnold Gente kennen. Es wäre wundervoll, wenn Sie irgendwann ein paar Bilder von mir machen könnten, sagt die Garbo. Aber warum irgendwann, erwidert Gente. Warum nicht jetzt? Sie sind hier und ich bin auch hier. Und ich muss unbedingt ein paar gute Aufnahmen von Ihnen machen, um einen sichtbaren Beweis zu haben, dass es Sie wirklich gibt. Am 30. August schreibt sie ihren ersten Brief nach Hause an ihren Freund Lars Saxon. Stillers Art, mit den Problemen hier umzugehen, war mir unangenehm, sodass ich mich nicht früher aufraffen konnte zu schreiben. Jetzt bin ich in Eile. Wir gehen bald nach Kalifornien, um einen langfristigen Vertrag anzutreten. Die schwedische Kolonie von Hollywood begrüßt sie am Bahnhof von Los Angeles. Die Reporter fragen, wo wird Miss Garbo wohnen? Ich hoffe, bei einer netten Familie ein Zimmer zu finden, sagt das 19-jährige Mädchen aus Stockholm. Ihre Pläne für die Zukunft? Ich werde abwarten und sehen, was die Studios mit mir vorhaben. Und dann findet sie endlich den Mut, die 2 einzigen Sätze zu sagen, die sie auf Englisch gelernt hat. This is the happiest moment in my life. Und God bless America. Das ist der glücklichste Augenblick in meinem Leben. Und Gott schütze Amerika. I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. Life's really worth living when we are mirth giving. Why can't I give some to you? When skies are gray and you say you are blue, I'll send the sun smiling through. I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. Greta und Stiller sind jetzt in Hollywood. Aber sie haben nichts zu tun. Niedergeschlagen sitzen sie in ihrem Haus in Santa Monica und starren hinaus auf den Pazifik.
Die schwedische Kolonie nennt sie Großvater und Großmutter. Die Garbo bekommt einen neuen Vertrag, den wieder ihre Mutter unterschreiben muss. Die Großmutter ist immer noch nicht volljährig. MGM startet eine Werbekampagne, um den neuen Star groß herauszubringen. Es beginnt ein wildes Experimentieren. Man sucht nach einem Image für sie. Aber MGM ist frustriert. Sie wissen nicht, wie sie sie einsetzen sollen. Lillian Gish, ein großer Star. Sie dreht gerade Der scharlachrote Buchstabe, Regie Viktor Sjöström. Bei einem Studiobesuch der Garbo lernen sie sich kennen. Lillian Gish ist der Meinung, dass Greta Garbo mit ihrem Aussehen eigentlich nur einen guten Kameramann braucht. Sie stellt die Garbo Henrik Sachtor vor. Stiller bereitet die Garbo auf die Probeaufnahmen vor. Sie werden ein voller Erfolg. Eine Unmasse von Filmmaterial liegt dem Regisseur Montabel vor, als er nach einer Hauptdarstellerin für seinen neuen Film Fluten der Leidenschaft sucht. Aus reinem Zufall sind die Probeaufnahmen der Garbo auf der ersten Filmrolle, die er sich ansieht. Montabel verschwendet keine Zeit. Das ist das Mädchen, das ich gesucht habe. Die Garbo verwandelt sich in eine wunderschöne spanische Opernsängerin. Die Garbo ist eine große Entdeckung, behaupten die Kritiker. Aber Stiller ist überhaupt nicht zufrieden. Nur er und nicht Montabel könne mit der Garbo arbeiten. Man sollte ihr keine Vamp-Rollen geben. Ihre Stärke liege in ihrer jugendlichen Unschuld. Aber als MGM nicht locker lässt und ihr eine neue Vamp-Rolle in Totentanz der Liebe anbietet, akzeptieren sowohl die Garbo als auch Stiller. Jetzt können sie endlich zusammenarbeiten. Die Garbo ist unglücklich verheiratet und richtet rundum alle Männer zugrunde. Erst verführt sie einen Bankdirektor, um ihn dann zurückzustoßen. Und dann wirft sie sich auf einen Bergbauingenieur aus Argentinien. Eine Tragödie folgt der anderen. Und die Männer kämpfen um sie. Mitten in den Dreharbeiten kommt aus Schweden die Nachricht, dass Gretas Schwester Alva gestorben ist. Aber the show must go on.
Mit dem Anfang des Films gelingt Stiller ein Meisterwerk. Mitten im Film sagt er plötzlich zu seinem Hauptdarsteller: Nimm den blöden Schnurrbart ab. Sein Englisch ist schlecht und seine Arbeitsmethoden sind zeitraubend. Nach den ersten 10 Tagen voller Improvisationen und Verzögerungen tauscht MGM Stiller gegen Fred Niblow aus. Greta schreibt nach Hause: Das war ein schrecklicher Reinfall. Ich war so erschöpft und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Weißt du, diese Amerikaner verstehen uns Europäer nicht. Und diese neuen Regisseure, mit denen ich jetzt arbeite, fragen mich ständig, ob ich happy bin. Stiller stürzt sich nach der Premiere auf Niblow und klagt ihn an, sowohl den Film als auch die Rolle der Garbo zerstört zu haben. Bei der Premierenfeier der kleinen schwedischen Kolonie in Hollywood bekommt Stiller einen Wutanfall. Und die Garbo weint still in ihr Champagnerglas. Der Brief fährt fort. Ich habe so Angst vor dem Leben bekommen. Ich werde von Millionen beneidet, aber das Unerwartete, dem ich hier begegne, schreckt mich. Ich kann nicht verstehen, warum Gott mich so sehr gestraft hat. Ich fühle mich, als hätte ich einen Teil von mir verloren. Ich habe versucht, wieder nach Hause zu fahren, aber jeder hier rät mir ab. Sie sagen, ich muss erst 3 Filme gemacht haben, bevor ich an eine Heimreise denken kann. Aber ich werde bei der ersten Gelegenheit gehen. Nein, die Garbo ist nicht glücklich in Amerika. Sie hat Heimweh nach Schweden. Sie trauert um ihre Schwester. Und sie hat eine Abneigung gegen das ganze Hollywood, das Stillers Größe nicht erkennt. Es war keine leichte Aufgabe, sich in eine so gewaltige Filmproduktion, wie MGM es 1926 war, einzufügen, mit Tausenden von Angestellten und einer riesigen, sich immer weiter ausdehnenden Studiofläche. B. Meyer, der Mann, den sie in Berlin kennengelernt hatte. Er hatte als Schrotthändler angefangen. Jetzt war er Vizepräsident von MGM. Irving Thalberg, der Wunderknabe, hatte die künstlerische Verantwortung. Er war zuständig für die Auswahl der Filmthemen sowie für die Besetzung der Starrollen. Sie haben große Pläne mit Greta Garbo. Sie soll die Hauptrolle übernehmen, neben Hollywoods bestbezahltem Schauspieler John Gilbert. Gilbert ist 27 und auf dem Gipfel seiner Karriere. Er hat viele verschiedene Charakterrollen gespielt und fantastische Kritiken als Danilo in Die lustige Witwe erhalten.
Großes Lob erntet er auch für seine Charakterdarstellung in dem Kriegsfilm Die große Parade. Er ist es müde, große Heldenrollen zu spielen. Die Garbo ist es müde, den Vamp zu spielen. Aber MGM weiß, dass sie das perfekte Paar haben, um die Filmwelt zu begeistern. Gilbert und Garbo in Es war. Ihr erstes Zusammentreffen auf dem MGM-Filmgelände hätte kaum schlechter ausgehen können. Hi, Greta, sagt John und lässt sein berühmtes Lächeln spielen. Für Sie bitte Miss Garbo. Aber schon nach wenigen Drehtagen scheinen sie sich gesucht und gefunden zu haben. Regisseur Clarence Brown ist staunender Zeuge. Als sie ihre erste Liebesszene drehten, gab es nichts mehr um sie herum. Es schien mir eine zu grobe Unterbrechung, Cut zu rufen. So ging ich mit dem Team in einen anderen Teil des Studios und überließ die beiden einander. Es ist keine bloße Studioromanze. Ihre Beziehung vertieft sich schnell. Und nach wenigen Wochen zieht die Garbo in Gilberts Villa in der Tower Road ein. Ganz Hollywood liegt ihr zu Füßen. Gilbert bringt ihr Tennis bei. Sie hält den Schläger falsch. Ihre Bälle kommen völlig ungezielt. Aber sie hält beharrlich durch. In Gesellschaft seiner Freunde gehen sie auf Partys und Premieren. Die Garbo ist zufrieden und glücklich. Er nennt sie Flicka, das schwedische Wort für Mädchen. Und sie sagt zu ihm in ihrer dunklen schwedischen Stimme, Jocki. Gilbert baut einen kleinen Wasserfall und pflanzt Kiefern, um ihr eine naturgetreue schwedische Atmosphäre zu schaffen. Er kauft eine große Yacht und tauft sie The Temptress nach ihrem letzten Film. Seine Erfahrung ist ihr bei der Arbeit eine große Hilfe. Er fördert und führt sie. Und er gibt ihr Ruhe, wenn sie sie verloren hat. Es gibt nur ein Problem. Er möchte sie heiraten, aber sie will nicht.
Als der Regisseur King Vidor und Eleanor Boardman ihre Heiratspläne verkünden, schlägt Gilbert eine Doppelhochzeit vor. Zu jedermanns Überraschung stimmt die Garbo zu. Hollywoods Elite ist zur Hochzeit eingeladen. Auch Louis B. Mayer von MGM. Alles wartet und die Unruhe wächst. Keine Garbo in Sicht. Die andere Braut, Eleanor Boardman, tritt an Gilbert heran, um ihm zu sagen, dass sie nicht länger warten könnten. Mayer, der sie belauscht hat, macht die Bemerkung: Mr. Gilbert, warum wollen Sie sie unbedingt heiraten? Es reicht doch, dass Sie mit ihr schlafen. Gilbert, außer sich, greift Mayer an. Mayer rast vor Wut. Sie sind erledigt, Gilbert. Ich werde Sie ruinieren. Und wenn es mich $1,000,000 kostet. Gilbert geht. Gedemütigt, vernichtet. Er bricht mit der Garbo und verlangt, dass sie aus seinem Haus auszieht. Aber sie bleibt und die beiden versöhnen sich. Der Film Es war kommt im Januar 1927 heraus. Es ist ein Riesenerfolg. Variety schreibt, wenn MGM diesem Mädchen keine weiteren Starrollen gibt, dann wissen sie einfach nicht, was sie tun. Die Garbo hat alles. Aber sie ist nicht zufrieden. Sie will mehr Gage. Bis jetzt bekommt sie nur $600 pro Woche. Die Garbo verlangt mehr, $5,000 die Woche. Mayer ist erbost. Das gleicht einem Vertragsbruch. Vereinbarung ist Vereinbarung. Die Garbo geht zum Gegenangriff über. 6 Monate lang weigert sie sich, das Studio zu betreten. Ihr scheint es gleichgültig zu sein, wie sich die Dinge entwickeln. Etwas Derartiges hat Hollywood noch nicht erlebt. Zum Erstaunen der Filmindustrie gibt MGM schließlich nach. Hollywood ist überrascht und man zollt der Garbo gewaltigen Respekt. Nach nur 2 Jahren in der Traumstadt
Und nur drei Filmen hat sie jetzt den Thron an König Gilberts Seite in Besitz genommen. Erfolg, Liebe, Reichtum und Bewunderung. Sie sollte zufrieden sein. Aber 1927 schreibt sie von Santa Monica nach Hause: Ich muss diesen Ort für eine Weile verlassen. Ich kann nicht schlafen und ich bin sehr unruhig. Vielleicht, dass ich nächstes Jahr zu einem Besuch heimfahren kann. Ich denke, das ist das Einzige, was mir wieder Auftrieb geben würde. Ich sehne mich nach meinem Schweden. Hier in Amerika fühlt man sich, als ob man sein Leben wegwirft. Als ob man nicht mehr lebendig ist. Liebe? Natürlich, ich war verliebt. Wer war nicht verliebt? Heirat? Ich weiß nicht. Ich bin gern allein, nicht immer mit demselben Menschen. Gilbert und die Garbo sind jetzt ein weltberühmtes Paar. Und Tolstois Anna Karenina wurde umbenannt in Love. Gilbert und Garbo in Love. Nichts machte diesen neuen Film interessanter als das. Die Berg- und Talfahrt ihrer Beziehung geht weiter. Er will sie immer noch heiraten und manchmal sagt sie ja. Nur um ihren Entschluss später wieder zurückzunehmen und zu Stiller in sein Hotel in Santa Monica zu flüchten. Gilbert klettert auf ihren Balkon im zweiten Stock. Stiller wirft ihn raus. Daraufhin geht Gilbert zur Polizei und beschuldigt ihn des Mordversuchs, wird aber selbst wegen Trunkenheit festgenommen. Aber am nächsten Tag lässt man ihn wieder frei, als das Polizeirevier von Verehrern mit Blumen gestürmt wird. Ein Skandal, es ist peinlich. Von Heirat zwischen Gilbert und der Garbo ist inzwischen nicht mehr die Rede. Aber man spricht von Gilbert als Mr. Garbo.
Stiller hofft, bei dem nächsten Film der Garbo, Das göttliche Weib, Regie zu führen. Aber MGM möchte einen Trennungsstrich zwischen Gretas Privatleben und ihrer Karriere ziehen. Stiller ist ein kranker Mann. Er versucht es mit Bädern gegen seinen Rheumatismus, aber sein Zustand verschlechtert sich. Er verlässt Greta und geht nach Schweden zurück. Er hat in Hollywood versagt. Viktor Sjöström übernimmt die Regie bei Das göttliche Weib. Gilbert wird als Hauptdarsteller durch den Schweden Lars Hansson ersetzt. Der nächste Partner der Garbo ist Konrad Nagel in Krieg im Dunkel. Dann versucht es MGM mit einem weiteren Schweden, Nils Aster in Wilde Orchideen. Aster spielt einen sadistischen, orientalischen Prinzen. Die Garbo ist mit einem amerikanischen Teehändler verheiratet, dargestellt von Lewis Stone, den man auch in vielen Garbo-Filmen als ihren väterlichen Partner sieht. In einer Szene überreicht der schwedisch-orientalische Prinz der Garbo ein Geschenk, mit dem sie ihren Ehemann überraschen soll. Stiller stirbt im November 1928 in Stockholm. Er hält ein Bild der Garbo in der Hand. Sie hört von seinem Tod während der Dreharbeiten zu Wilde Orchideen. Mein herzliches Beileid, aber die Show muss weitergehen. Louis B. Mayer. Greta hat nur ein verächtliches Lachen für Mayers Ausdruck von Mitgefühl. Sie will in ihre Heimat zurück. Sie nimmt den Zug nach New York, obwohl die Dreharbeiten noch nicht beendet sind. Mayer telegrafiert und warnt sie: Kommen Sie zurück, Sie riskieren den ganzen Film. Unter falschem Namen schifft sie sich ein. Sie möchte Weihnachten zu Hause verbringen. Die Garbo tanzt mit einem schwedischen Prinzen und wird an den Kapitänstisch gebeten. Edelromantisk, o
Marimonan, blott ott i krig och lunchen fri. Unterdessen singt in Schweden der große Entertainer Carl Gerhardt ein Loblied auf sie. Der kann den Schöner ibland verröna. Att gitta ni bedrägeri. Hur var det fröding sa, det bör vara stjärnorna som jag ska spegla mig ut i. 3 Jahre sind vergangen. Endlich wieder zu Hause. Ihr Bruder Sven begrüßen sie am Bahnhof. Aber ihre Schwester Alva fehlt. Stille hat seine letzte Ruhestätte auf dem jüdischen Friedhof in Stockholm gefunden. Es wurde auch in Hollywood seiner gedacht. Nur hatte man sich im Namen geirrt. Zurück in Hollywood filmt die Garbo wieder. Ihr Partner in Unsichtbare Fesseln ist Nils Aster. Gilbert will sie immer noch zur Frau, aber irgendwann ist er es müde, hinter ihr herzulaufen und heiratet Ina Claire. Die Garbo ruft Harry Addington an, ihren gemeinsamen Agenten. Leonore Coffey, eine Autorin, hört zufällig das Gespräch mit an. Die Garbo bettelt und fleht. Verhindere diese Hochzeit. Er gehört mir. In einem Brief an Lars Saxon schreibt sie: Glaube bloß nicht an diese Geschichten über mich und einen gewissen Schauspieler. Die Zeitungen schreiben nur Unsinn. Sie gibt jetzt das Versteckspiel auf und willigt in ein Interview für das Magazin Photoplay ein. Addington ist überzeugt, dass das für ihre Karriere unerlässlich ist. Der Name meines Bruders und meiner Schwester? Wozu ist das wichtig? Das sind Menschen, die mir nahe stehen. Was wollen Sie mit diesen Namen?
Deine Freuden, deine Sorgen? Darüber kann man nicht sprechen. Damit machst du alles, was in dir ist, nur billig. Ich liebe Kinder. Sie sind feinfühlige und intelligente Menschen. Man kann mit ihnen sehr klar reden. Eine Frau muss von Kindheit an erlebt haben, was Liebe ist. Wie kann eine Schauspielerin sonst Liebe ausdrücken, wenn sie dieses Gefühl nicht kennt? Ich habe das erstaunliche Gefühl, dass ich früher schon einmal gelebt habe. Ich bin ein einfacher Mensch. Ich laufe gern am Strand entlang und betrachte das Meer. Anderen bedeutet es vielleicht nichts. Ich mag es. Ich hasse Gewalt. Ich kämpfe niemals. Und ich werde auch auf der Leinwand niemals kämpfen. Das ist das letzte Mal, dass sich die Garbo auf ein längeres Interview einlässt. Sie kauft ein Haus und zieht aus dem Hotel in Santa Monica aus. Sie liebt lange Spaziergänge und sie genießt es, wenn es in dem trockenen und heißen Kalifornien endlich einmal regnet und stürmt. Garbo wünscht sich einen größeren Freundeskreis und nimmt Kontakt zu anderen Europäern in Hollywood auf. Salka Viertel, eine deutsche Schauspielerin und Autorin, verheiratet mit Berthold Viertel. Die beiden sind mit vielen Emigranten befreundet, die im Filmgeschäft arbeiten. John Loder, der englische Autor. Emil Jannings, der berühmte deutsche Schauspieler. Peter Lorre und Menschen wie Arnold Schönberg und Bertolt Brecht sind gelegentliche Besucher. Man trifft sich. Es sind lockere Freundschaften. Auf einer Party begegnet die Garbo der spanischen Autorin Mercedes de Acosta. Am nächsten Tag mieten die beiden ein Apartment, rollen die Teppiche auf und tanzen zu Grammophonmusik die ganze Nacht durch. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you're standing there. Though it's clear to me, you obviously don't adore me. I get no kick in a plane. Flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Als die Garbo Urlaub in Nevada macht, dauert es nur wenige Tage, bis sie Mercedes bittet, nachzukommen. Sie verbringen einige Wochen zusammen in einer kleinen Hütte auf einer Insel in Silver Lake. Wir kennen uns schon aus vielen früheren Leben, schreibt Mercedes später. Beide glauben an Wiedergeburt.
Mercedes hat geträumt, dass sie zusammen mit Greta eine Bank ausraubt. I want my money. Ihr Traum wird fast Wirklichkeit, als die Beverly Hills Bank bankrott macht und die zwei Frauen mit schwarzen Tüten bewaffnet sich ihren Weg zum Safe der Garbo bahnen und versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Bei dem Börsenkrach verliert die Garbo ihre gesamten Ersparnisse. Sie muss ihr Haus verkaufen und zieht mit Mercedes da Acosta zusammen. Die Garbo beginnt mit den Dreharbeiten zu dem Film Der Kuss, einer sehr unmoralischen Geschichte. Sie betrügt ihren Mann, hat zwei Liebhaber, bringt ihren Mann schließlich um und heiratet am Ende den Rechtsanwalt, der sie erfolgreich verteidigt hat. Es ist soweit. MGM steigt in den Tonfilm ein. Die Karriere der Garbo kommt an einen kritischen Punkt. Viele Stummfilmstars scheitern an dieser Umstellung. Und jetzt ist die Garbo an der Reihe, Probe zu sprechen. Man wählt O'Neills Stück Anna Christi, in dem die Hauptdarstellerin mit schwedischem Akzent spricht. Wird ihre Stimme den Test bestehen? Give me a whiskey, ginger it on the side. And don't be stingy, baby. Well, shall I serve it in a pail? I'll actually be down to the ground. Yeah, I needed that bad. All right, all right. Whisky. Aber nicht zu knapp. Soll ich einen ganzen Eimer bringen? Von mir aus.
Die Probeaufnahmen werden ein Triumph für die Garbo. Auf Englisch ebenso wie auf Deutsch. Von nun an ist ihre tiefe Altstimme in Kinos überall auf der Welt zu hören. Mal als italienische Opernsängerin, mal als russische Ballerina, dann als junge Sängerin, die ihre Identität verloren hat, an der Seite von Erich von Stroheim, oder als die große Spionin Mata Hari. Neben Clark Gable spielt sie eine Amerikanerin schwedischer Abstammung. MGM berücksichtigt bei der Auswahl der Rollen ihren ausländischen Akzent. But I'm doing all the talking. Please, let's talk about you. Isn't much to tell. I'm just a nice young woman. Not too young. And not too nice. I hope. ...1932, wie du mich wünschst. I can't let you go. If I do, the last chance to save myself is gone. Stop playing the fool! Others have pulled themselves out of the mud. Maybe it isn't too late. I'm going with you. Not going with him! Come back here. Mustn't you be so melodramatic? Come. He hasn't got the courage to shoot. Maybe some caviar. You know, caviar. Looks like buckshot, but it isn't. It's fish eggs. You know, fish. Come and meet some charming people. George, listen, that picture, she fell over the horse, not in front of the dairy. And... Well, I think the most amusing thing about men is that they mistake cruelty for character. They can't forgive. They have no... Tolerance? Thank you. Ebenfalls 1932 entsteht der Film Menschen im Hotel mit Greta Garbo, John Barrymore und Joan Crawford. Has Madame slept well? No, I've been awake, thinking. It is time for the performance. I think, Susan, I've never been so tired in my life. In my country, we have a little saying that we tell to our friends when they go away. May the roses blossom in your heart until I come to gather them again. Goodbye, my friends. I thank you. Bye, Madame Cavallini. Come back here! Come back here! Gee! I never was this size of my fish as long as I live. Der Stern der Garbo leuchtet über Amerika in den Zeiten der großen Depression der frühen 30er Jahre. Die Menschen sind ohne Arbeit und Hoffnung. Die großen Filmgesellschaften müssen die Hälfte ihrer Angestellten entlassen. Aber die Garbo lässt sich nicht einschüchtern. Sie bezaubert die Massen nach wie vor und wird darin von den Besten des Filmgeschäfts unterstützt. Von dem Kostümbildner Adrian, dem Regisseur Clarence Brown und besonders von dem Kameramann William Daniels. Er ist Spezialist in der Ausleuchtung, vor allem von Großaufnahmen. Ihm verdankt sie viel von ihrem Erfolg. Thank you.
Das Image der göttlichen Garbo ist geschaffen, die große Verführerin. Geschlagen, geschändet, gedemütigt. Und dennoch geliebt und vergöttert wie keine andere Frau. Die Hure, die Heilige, die Sünderin, die Büßerin. Die Garbo ist auf dem Gipfel ihrer Karriere. Mit 27 unterschreibt sie einen neuen Vertrag, der ihr eine Viertelmillion Dollar pro Film sichert. Und das Recht, ihre Rollen, ihre Partner und ihre Regisseure auszusuchen. Sie ist weltberühmt. Eine Königin. Die Königin des Films kommt 1932 heim nach Schweden. In Stockholm steht sie für einen Zeichenwettbewerb Modell. Die Garbo-Massenproduktion ist angelaufen. Bilder, Statuen, Doppelgängerinnen. And suddenly there you are. You're here, you're there. MGM organisiert einen internationalen Wettbewerb, um das Double der Garbo zu finden. In Schweden versuchen Tausende von Mädchen, ihrem Idol zu gleichen. This beautiful world here is full of your tender charms. You're here, you're there. But never in my arms. Die Garbo selbst ist von einer anderen Königin fasziniert. Schwedens Königin Christina aus dem 17. Jahrhundert. Ihre Freundin Salka Viertel hatte Greta auf diese Rolle aufmerksam gemacht. Sie war exzentrisch und geistreich. Ihr männliches Auftreten und ihre problematische Sexualität machten sie zu einer fast modernen Figur.
MGM hat Schwierigkeiten, den richtigen Partner für die Garbo zu finden. Dem jungen Laurence Olivier werden Probeaufnahmen und Vertrag angeboten. Doch die Garbo findet ihn wenig anregend. Man holt Gilbert. Es war etwas ruhiger um ihn geworden. Und vielleicht kann die Garbo jetzt eine alte Schuld begleichen. And to think, a few snowdrifts might have separated us forever. You might have been born in different centuries. No, I never would have permitted that. We're inevitable. Don't you feel it? I feel it. But you, how can you be so sure? You know me so little. That's true. There's a mystery in you. Is there not in every human being? Yes. Mit Christina beginnt die neue Garbo-Ära, große Frauenfiguren der europäischen Geschichte. Salka Viertel schreibt ihr die Rolle der Maria Walewska, der geliebten Napoleons, neu auf den Leib. Ebenso Dumas' Kameliendame und Tolstois Anna Karenina, die Garbo bereits zum zweiten Mal spielt. Ihr Partner in Maria Walewska ist Charles Boyer. Thank you.
Against my will, I love you. I believe in you. Come with me, Mary. I shall never long for spring again. In the spring, you'll have to go forth to war. You'll be in danger fighting. I shall long always for winter, when you'll be safe. Und in der Kameliendame, Robert Taylor. Nanine, get the doctor quickly. Doctor, if you can't make me live, how can he? No, no, don't say such things, Marguerite. You live, you must live. Perhaps it's better if I live in your heart, where the world can't see me. If I'm dead, there'll be no stain on our love. Don't think such things, Marguerite. Even if we can't go to the country today, think of how happy we were once, and how happy we shall be again. Think of the day you found the four-leaf clover and of all the good luck it's going to bring us. Think of the vows we heard Nisha and Gustav make, and that we're going to make to each other. This is for life, Marguerite. Don't leave me. Marguerite, come back. Bye. Greta Garbo. Enttäuscht, bitter, desillusioniert, einsam und auf der Leinwand oft dem Tode nahe. Wie sieht ihr eigenes Leben aus? Es traf mich wie ein Stromschlag, als ich Leopold Stokowski vorgestellt wurde. Eine intensive Romanze folgt. Sie reisen nach Schweden und ziehen sich aufs Land zurück. Sie essen bewusst und machen Morgengymnastik. Eins und. Sie sind aus dem Takt, Herr Stokowski. Die Presse lässt die beiden nicht aus den Augen und fragt hartnäckig nach ihren Heiratsplänen. Beide antworten ausweichend. Auch Stokowski ist ein zurückhaltender Mensch. Aber irgendwann haben sie es satt, von den Reportern verfolgt zu werden. Sie haben genug von Morgengymnastik und Karottensaft. Und schließlich auch voneinander. Das vegetarische Leben war nicht das Richtige für die Garbo. Ihre nächste Romanze hat sie mit dem Diätexperten Gaylord Hauser. Und damit erweitert sich ihr Speiseplan um einige Proteine in Form von saftigen Hühnerkeulen. Gaylord Hauser bestärkt die Gerüchte über ihre Heiratspläne,
was seiner eigenen Publicity sehr zugute kommt. Die Hochzeit findet nicht statt, dafür aber eine Menge Reklame für gesunde Ernährung. Die Garbo ist schöner, gesünder und glücklicher als je zuvor, als sie in ihrem nächsten Film Ninotchka eine russische Spionin spielt. Maybe the trouble isn't with the joke. Maybe it's with you. I don't think so. I'll give you one more chance. Here goes. When I first heard this joke, I laughed myself sick. Here goes. A man comes into a restaurant. He sits down at the table. He says, waiter, bring me a cup of coffee without cream. 5 minutes later, the waiter comes back and says, I'm sorry, sir, we have no cream. Can it be without milk? Not funny, huh? No. Well, it is funny. Everybody else thought it was funny. Maybe you didn't get the point. I'll tell it to you again. A man comes into a restaurant. Did you get that? Yes. All right. He just sits down at the table and he says to the waiter, did you get that? Yes. All right. It isn't funny so far, but wait a minute. He says to the waiter, waiter, bring me a cup of coffee. And 5 minutes later, the waiter comes back and says, I'm sorry, sir, we're all out of coffee. Oh, no, no, you've got me all mixed up now. Just on the table, he says, waiter, bring me a cup of coffee. And 5 minutes later, that's it. He says, waiter, bring me a cup of coffee without cream. And 5 minutes later, the waiter comes back and says, I'm sorry, sir, we have no cream. Can it be a glass of milk? Oh, you have no sense of humor. None whatsoever. A grain of humor in you. There's not a laugh in you. Everybody else laughs at it, but not you. What's so funny about this? Die Garbo lacht und die ganze Welt lacht mit. Ninotchka ist eine köstliche Komödie. Und es ist einer der ersten politischen Filme Hollywoods. Er wird 1939 uraufgeführt, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Durch den Krieg verliert sie einen wesentlichen Teil ihres Publikums. Ihre Filme waren gerade in Europa besonders erfolgreich. Doch jetzt haben die Leute hier anderes zu tun, als ins Kino zu gehen. Für das amerikanische Publikum muss das Image der Garbo verändert werden. Man stellt fest, dass sie ein ausgesprochenes Talent für Komik hat. Ihr nächster Film, Die Frau mit den zwei Gesichtern, ist eine Verwechslungskomödie, in der sie ihren eigenen Mann verführt, indem sie vorgibt, ihre Zwillingsschwester zu sein. I didn't know you could be like this. I knew you could be. That's why I had a struggle before I came. Oh, my darling. Not yet. Isn't it strange? What? I have known many men. No, don't bring them up. I have known many men in every capital of the world. Rich men, clever men, fascinating men, irresistible men, and yet... Why? Never mind. Are you really so heartless? That was my ideal. But you wrecked it. Catherine. Why, of all the men in the world, did fate bring me here and make me fall in love with my own sister's husband? It's a small world. It's too crowded for me. Not yet. Not yet. Der Film ist als Parodie auf den Garbo-Mythos und ihre früheren Rollen gedacht. Das Publikum ist verwirrt. Was hat das zu bedeuten? I didn't get to dance with you the other night. I know. We're very good together. I know. Remember that Arco, spelt backwards, spells okra. Put
Put Arco in soup, in salads for your heart's delight. Respect for law. Respect for every religion. Die amerikanische Moral erhebt sich in einem einzigen Aufschrei. William Hayes, der Vorsitzende der Filmzensur, verdammt den Streifen mit kräftiger Unterstützung der katholischen Kirche. Sie wenden sich nicht nur gegen den Film, sondern auch gegen die Garbo persönlich. Moral um jeden Preis. MGM schneidet eine neue Telefonszene in den Film, in der ihr kleiner Streich ins Lächerliche gezogen und ihr Ehemann von der Sünde des Ehebruchs reingewaschen wird. This is Mr. Lawrence Blake. I'd like to speak to my wife. Oh, she's gone to New York. 3 days ago, You're sure? Thank you. Goodbye. Jetzt wissen sowohl die Zuschauer als auch der Ehemann, was vorgeht. Und die Garbo erscheint für den Rest des Films nur noch lächerlich. Here we are. Well, Karen, if you're coming with me, you'd better get dressed. Well, don't you notice anything? What? Well, haven't you seen this before? Oh, haven't I? Well. How charming of Catherine to send your old clothes. But, my dear, I must say it doesn't quite suit you. I guess I'm old-fashioned. You are not old-fashioned, you are nearsighted. Can't you see that I'm Catherine? You are my poor child. Don't you poor child me. I tell you, I am Catherine. Now look. Look. Taryn, please don't do that. It shocks me. Well, it didn't shock you when I was Catherine, did it? You, Catherine, my dear, you're having delusions of grandeur. You prosaic, respectable ski instructor. I am not respectable. Don't talk to me like that. Die Kritiken sind erbarmungslos. Es ist, als ob du deine eigene Mutter betrunken siehst, schreibt Time Magazine. Der Film ist ein Flop. 3 Wochen vor der Uraufführung von Die Frau mit den 2 Gesichtern greifen die Japaner Pearl Harbor an und die USA befinden sich plötzlich mitten im Krieg. Von den Filmtheatern leuchten die Namen neuer Stars. Meyer löst Garbos Vertrag und damit platzt ihr nächster Filmplan, The Girl from Leningrad. Schreibt er ihr trotzdem einen Scheck über $250.000 aus und nimmt die Garbo ihn an? Laut Regisseur Clarence Brown soll die Garbo den Scheck nach einem kurzen Blick an Meyer zurückgegeben haben. Ich habe ihn nicht verdient. Es gibt viele Versuche, die Garbo wieder ins Studio zu holen. Aber sie weigert sich. Als sie 2-mal ein Angebot von Billy Wilder und Walter Reich ausschlägt, fragen die beiden sie, gibt es nicht irgendeine Rolle, die sie umstimmen könnte? Ein Clown. Ein männlicher Clown. Unter der Schminke und den seidenen Hosen ist er eine Frau. Alle Verehrerinnen, die ihm Briefe schreiben, wundern sich, dass sie nie eine Antwort bekommen. Sie verstehen es nicht. Let me remember you with love and loyalty till memory is no more. God bless you.